Den zweiten Teil unserer Tour de France starten wir in Blois. Von hier radeln wir 300 Kilometer die Loire hinunter bis kurz vor Nantes. Weinberge heißen nicht umsonst Weinberge, hier vor dem Städtchen Amboise. Der Wetterbericht warnt vor nächtlichem Starkregen und Überschwemmungen. Da mieten wir uns lieber ein Zelt auf Stelzen. Es regnet sich leider ein. Wir nehmen ein Zimmer und bleiben einen Tag in Amboise. Überraschend reißt es nachmittags auf und wir schauen uns die Innenstadt und das Château an. Die aufgebürstete Schlosskatze hatte gerade zwei Hunde verscheucht. Leonardo da Vinci verbrachte die letzten beiden Jahre seines Lebens auf der Schlossanlage. Der italienische Universalgelehrte ist auch hier begraben. Bei schlechtem Wetter helfen nur Kultur und Kuchen. 100 Gramm de chou la maison. Château Ussé, eines der vielen Schlösser im Loiretal. Nach rund 520 Kilometern und 11 Etappen
ist das unser letzter Campingplatz im Tal der Loire. Morgen erkunden wir einen Tag lang die nahe Großstadt Nantes. Einer drohenden Sturmfront entwischen wir dann mit der Bahn. Wir fahren ins 130 Kilometer südwestlich gelegene Le Sable d'Olonne am Atlantik.